2015 ist das Bruttoinlandsprodukt in Belarus um 3,9% gefallen. Das berichtet das Nationale Amt für Statistik in Belarus. Besonders betroffen war der industrielle Sektor. Hier fiel der Ausstoß um 6,6%, während er im Bereich der Landwirtschaft um 2,8% fiel. 2016 erwartet die belarussische Regierung eine leichte wirtschaftliche Erholung, währenddessen internationale Finanzinstitutionen hier nicht so optimistisch sind. Nach einer Vorhersage sieht die Weltbank erst 2017 eine Chance nur für eine leichte Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts in Belarus, nachdem es 2015 und 2016 gefallen ist. Wichtig erscheint jedoch nur eines zu beachten. Die Entwicklung wird vor allem von den wirtschaftlichen Entwicklungen in Russland abhängen, das der wichtigste Handelspartner von Belarus ist. Der ständige Vertreter von Belarus bei der OSZE, Valery Baranetsky, hat letzte Woche am Sondertreffen des Ständigen Rates der OSZE teilgenommen. Während des Treffens unterstrich er, dass Belarus gemeinsame Aktivitäten in der OSZE im Kampf gegen globale Herausforderungen befürworte. Er forderte eine strategische Einigkeit der Teilnehmerstaaten hinsichtlich ihrer generellen Zielsetzung und der Prinzipien der Organisation. Ebenso rief er dazu auf, dass sich die Anstrengungen der OSZE in nächster Zeit vor allem auf die Friedensschaffung in der Ukraine richten sollten. Mit der Übernahme des OSZE-Vorsitzes durch Deutschland vor wenigen Wochen besteht in der Tat eine Chance dafür, dass die OSZE in Osteuropa in den nächsten Monaten eine größere Rolle spielen könnte. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat zumindest angekündigt, dass die OSZE als eine Plattform für einen echten und ehrlichen Dialog über die aktuellen Sicherheitsfragen dienen sollte. Wolha Kotova für Adenauer Stiftung Belarus.